Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 4 ist gestartet und heute geht es um den wahrscheinlich stärksten Build von Season 4, dem Tornado-Druiden. Ich starte ja sowieso jede Season-Reihe mit dem Tornado und gebe euch jetzt hier so einen kleinen Guide, wie ihr zum Tornado-Build kommt und vor allen Dingen, was ihn ausmacht. Weil das ist ein Build, da muss ich wirklich sagen, da ist es schon wichtig, wenn man den Gameplay Part mal gesehen hat oder dir jemand erklärt hat, wie es funktioniert. Weil ich, als ich das erste Mal, ohne irgendwas zu wissen, den Tornado-Build hier gespielt habe, lief das nicht so gut. Es gibt nämlich da ein paar Dinge, die man extrem beachten muss und die eine krasse Synergie miteinander haben. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal im Trainingsgelände den Tornado an sich an und dann schauen wir mal, was da wichtig ist. Der Build ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wer jetzt nur den Build sich anschauen will und schon weiß, wie es funktioniert, kann den natürlich sich einfach anschauen und abchecken und nachbauen. Aber wir gehen jetzt hier mal rein gegen die Puppen. Und im Prinzip gibt es es ist schon relativ kompliziert zu kämpfen, weil es ist nicht nur einfach eine Attacke-Spam. Ihr habt natürlich eure Basisattacke, die benutzt ihr aber nur im äußersten Notfall, wenn ihr keine Mana mehr habt. Und was ihr im Prinzip macht, ist immer ein Wechsel zwischen Tornado und schwächendes Gebrüll, Tornado und Niedertrampeln. Tornado, schwächendes Gebrüll, Tornado, Niedertrampeln. Ihr müsst euch immer diesen Wechsel machen. Ihr könnt auch nur Tornado und nur Niedertrampeln machen, weil ihr da mit Niedertrampeln ja immer wieder mehr Mana bekommt. Aber im Prinzip haut ihr so euren Schaden hoch, weil ihr mit dem Wildherzenhunger, immer wenn ihr euch in einen Werwolf oder in einen Werbären verwandelt, mehr Schaden bekommt. Und das bis zu 20 Mal mehr, könnt ihr bis zu 35%, bis zu 30% mehr Schaden obendrauf haben. Außerdem werden eure Fähigkeiten auch immer wieder zurückgesetzt. Wenn ihr also als Werwolf eine Werbär-Fertigkeit einsetzt, dann kostet die keine Abgangszeit und keine Ressourcen. Deswegen wird Niedertrampeln und auch schwächendes Gebrüll niemals Abklingzeit haben. Das zeige ich euch gleich noch im Kampf. Also eine sehr, sehr coole Synergie zwischen Hunters, Zenit des Jägers und Wildherzenhunger. Dann auch eine ganz wichtige Sache. Sturmgebrüll ist das wichtigste Item. Ohne Sturmgebrüll könnt ihr diesen Build nicht spielen, weil hier steht, eure Sturmfertigkeiten sind jetzt auch Werwolf-Fertigkeiten. Ohne das geht das nicht, weil ihr nämlich nur damit in den Werwolf-Modus kommt. Deswegen Sturmgebrüll. Wenn ihr kein Sturmgebrüll habt, dann könnt ihr diesen Build nicht spielen. Und da komme ich auch direkt zum nächsten Point. Und zwar, für das Early- und Mid-Game könnt ihr dann natürlich, wenn ihr nicht Sturmgebrüll habt, kein Tornado-Build spielen. Und da würde ich euch ganz doll empfehlen, sowas wie Pulverisieren zu spielen oder Landslide oder Gewittersturm oder Null-Abklingzeiten-Build, habe ich alles schon mal gezeigt. Aber Tornado geht wirklich erst, wenn ihr Sturmgebrüll habt. Und wenn ihr den wirklich perfekt spielen wollt, dann sind diese drei Units wirklich essentiell. Wildherzener Hunger, Zenit des Jägers und auch Sturmgebrüll sind die drei Units, die ihr unbedingt braucht. Die kann man auch nicht ersetzen. Ansonsten braucht ihr keine uniken Items mehr. Das ist vollkommen egal. Ich habe jetzt hier aktuell noch 6 Tornado-Ziele drauf. Das könnt ihr natürlich auch wechseln mit dem Aspekt auf den Handschuhen. Ich habe die 6 Ziele, weil ich sehr viel in der Höllenflut rumlaufe und da sehr viele Gegner sind. Deswegen passt mir aktuell 6 Ziele mehr. Aber wenn ihr einen Bosskiller haben wollt und mehr Schaden haben wollt, dann müsstet ihr das von den Handschuhen tauschen mit der Waffe, dann würdet ihr nämlich den doppelten Effekt bekommen. Für jeden Sturmgefährten gibt es da nämlich 10% und auf der Waffe wären es dann sogar 20% mehr Schaden. Das müsstet ihr dann nochmal wechseln. Dann würde ich sagen, zeige ich euch einmal in der Praxis, wie das funktioniert. Und zwar macht ihr immer den Wechsel zwischen Tornado, dann seid ihr in Werwolfform, und Niedertrampeln. Und ihr habt gesehen, hat keine Abklingzeit gekostet. Und so macht ihr immer wieder den Wechsel, um mehr Schaden zu bekommen und immer volle Mana zu haben, weil Niedertrampeln euch ja mehr Mana gibt. Dazu könnt ihr natürlich auch ab und zu schwächendes Gebrüll machen, was dann auch nochmal die Gegner debufft. Und so könnt ihr eigentlich alles relativ easy killen, würde ich sagen. Und ja, das ist es eigentlich schon. Das müsst ihr euch eigentlich immer im Hinterkopf haben. Ihr dürft natürlich nicht Niedertrampeln einsetzen, wenn ihr nicht in Werwolfform seid, weil Zenit des Jägers funktioniert nur, wenn ihr in Werwolfform seid. Bedeutet immer einmal Tornado oder Windschere nutzen und dann erst Niedertrampeln oder schwächendes Gebrüll. Und dann könnt ihr da extrem viel Schaden raushauen.
Ich bin noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, schaffe aber schon so pro Tick eine halbe Million bei dem Tornado. Vor allen Dingen bei Bossen ist das natürlich extrem krass. Aber ihr seht nicht, ich kann die ganze Zeit diesen Wechsel machen zwischen Tornado und Niedertrampeln. Tornado, Niedertrampeln, Tornado, Niedertrampeln. Und so könnt ihr natürlich auch extrem durch Dungeons rennen. Also so kommt ihr natürlich auch extrem schnell vorwärts, wenn ihr diesen Wechsel die ganze Zeit macht. Weil ihr mit Niedertrampeln ja extrem schnell seid. Und so könnt ihr das eigentlich die ganze Zeit machen. Ihr könnt natürlich auch einfach nur mit Tornado spielen. Das geht natürlich auch. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit Niedertrampeln zwischendurch drücken. Manchmal ist man ja auch in einem Siphon oder in einem engen Gebiet oder so. Und da passt das da nicht so gut rein. Ihr könnt natürlich das Ganze spielen, ohne die ganze Zeit Niedertrampeln zu machen. Das ist natürlich nur, um dann nochmal den maximalen Schaden rauszuholen. Und um auch die Ressourcen wieder reinzukriegen. Weil Tornado wirklich sehr ressourcenhungrig ist. Also ich habe hier schon viel auf Ressourcen ausgelegt und gehärtet und vollendet und Greater Affixes und so. Und trotzdem kannst du Tornado nicht durchdrücken. Das geht vielleicht ganz am Ende, wenn du wirklich die allerperfektesten Affixer hast und das perfekte Gear. Aber gerade auch gegen Bosse und sowas ist das einfach nicht möglich. Man könnte es natürlich auf die Spitze treiben und überall das Maximum an Ressourcenkostenreduktion und Ressourcen pro Sekunde machen. Aber das würde den Bild natürlich insgesamt ein bisschen schwächer machen. Ja, ich hatte eine lange Zeit ein bisschen Probleme mit der Death, muss ich tatsächlich sagen. Also Death-mäßig hatte ich schon irgendwie das Gefühl, oh, der Tornado-Bild ist ein bisschen schwach. Aber sobald ich meine Rüstung auf Maximum hatte, die ganzen Aspekte auf Maximum hatte, das sind wirklich sehr wichtig. Da gibt es nämlich drei Stück, die sehr wichtig sind. Einmal der Moloch-Aspekt, damit ihr die maximale Rüstung bekommt. Einmal der, dass ihr mehr Schadensreduktion habt, während ihr in Werwolf-Form seid. Und natürlich auch die Resistanzen, die total wichtig sind. Feuerwiderstand, das trügt ein bisschen. Ich habe noch nicht die maximalen Juwelen am Start. Sobald hier der maximale Juwel drin ist, ist auch der Feuerwiderstand maximal. Vor allen Dingen ist der Build auch sehr Endgame-lastig. Das bedeutet, die ganzen Widerstände kriegt ihr ganz am Ende erst im Paragon-Board. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Erst ganz hier am Ende, das vorletzte Paragon-Board, habt ihr hier diese krassen Widerstände. Und selbst hier habe ich noch nicht die Geschicklichkeitsvoraussetzungen erfüllt. Also erst hier gibt es das. Und natürlich müsst ihr dann auch Erde und Himmel erstmal upgraden. Und dann bekommt ihr hier auch noch viele Widerstände. Aber was ich euch zeigen wollte, ich habe noch nicht den maximalen Juwel. Da wurde ja einiges geändert in der neuen Season. Und wenn ich jetzt hier 45 Feuerwiderstand habe, anstatt 33, dann ist der Feuerwiderstand hier auch auf dem Maximum. Vermutlich werde ich in Zukunft irgendwo auf den Items einen Affix nehmen und den extrem auf Rüstung nehmen. So 2000 Rüstung habe ich schon ein paar gesehen mit einem Greater Affix. Und mache den Moloch-Aspekt dann hier raus und packe dann dafür den Schadensreduktions- Werwolf-Schadensreduktionsaspekt hier unten rein und würde dann Tyraels Macht hier oben reinpacken, um die Resistenzen noch etwas weiter hochzuschrauben. Gerade in der Grube sind die Resistenzen wirklich sehr, sehr wichtig und tun da extrem weh. Da würde ich auf jeden Fall gerne dann später auf Tyraels Macht setzen. Aber das dauert noch Ewigkeiten, ihr seht schon. Ich habe zwar hier und da ein paar Greater Affixe und hier auch übertrieben Lack gehabt mit zwei Greater, aber ich habe hier noch nichts vollendet. Zenith des Jägers ist gerade mal auf Level 6, so gerade eben. Hier habe ich mal aus Spaß die Reste reingepackt, 3 Level. Hier aus Spaß 3 Level reingepackt. Aber am Ende soll natürlich alles mit perfekten Greater Affixen mit Shinies bestückt sein und auf Level 12 sein. Das ist noch ein richtig langer Weg. Wenn ich überlege, alleine die 5 roten Rubine hier sind 50.000 Fragmente. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles farmen soll. Ich habe jetzt gerade 600 und 6 Makellose drin. Das heißt also 6.000 habe ich gerade, anstatt 60.000. Also ich muss noch 10 mal mehr farmen. Das dauert noch 100 Stunden oder so. Also das wird noch sehr lange dauern. Ja, worauf ich hinaus will, das ist ein extremer Endgame-Build. Deswegen spielt Early und Midgame auf jeden Fall was anderes. Erst ab Level... Ich bin auf Level 63 auf dem Build gegangen und habe ich dann auch 10 Level gequält. Also... schaut, dass ihr so Level 70 rum seid. Wichtig ist, dass ihr Zenith des Jägers habt, Sturmgebrüll und Wildherzenhunger. Wildherzenhunger bekommt ihr bei Lord Seer.
Zenith des Jägers bekommt ihr bei Gregor und Lord Seer. Gregor und Lord Seer. Ich bin mir auf jeden Fall sicher bei Gregor und noch ein. Müsst ihr mal schauen. Ich packe euch den Loot-Table unten wieder rein. Und Sturmgebrüll kriegt es leider nur bei Duriel. Ich hatte extrem viel Luck. Ich habe sowohl einen Heiligen gedroppt bekommen in Weltstufe 3 und eben dann auch nochmal einen in einem Nightmare Dungeon vermacht mit maximaler Gegenstandsmacht. Was ich euch raten kann, macht ganz viel Höllenflut, macht alle Köpfe-Kisten auf und alle mysteriösen Kisten auf. Lasst vielleicht, wenn ihr das mit dem mit der Glut nicht schafft, die lebende Stahltruhe erstmal beiseite. Außer natürlich, ihr braucht Zenith des Jägers, da müsst ihr ja Gregor herausfordern. Aber wenn ihr auf Sturmgebrüll maximal gehen wollt, dann macht alle mysteriösen Truhen auf und alle Kopfkisten auf, um die da rauszubekommen. Vielleicht seid ihr dann da dort lucky. Ansonsten bleibt nur Duriel und Andariel über. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin wahrscheinlich jetzt gerade live und werde den Druiden hier weiter maxen, 200er Bosse legen, Höllenflut machen, Weltbosse machen und so weiter und natürlich auch die Grube weiter machen. Ich bin, glaube ich, Grube jetzt irgendwo bei 40, 45, 48, muss auf jeden Fall noch weitermachen. Und wenn ihr da live dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab, würde mich sehr freuen und ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr gerne wissen wollen würdet über die Season, da ist ja auch noch extrem vieles reingekommen, was nicht in den offiziellen Patch Notes war, dann schreibt es auch gerne unter die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Und ansonsten würde ich mich wie immer sehr über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!